the power of the dark side, 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 side. Guck, bei mir gibt es ein neues Schwert. Bei mir so einen neuen Fokus-Dings. Ja, aber das Fokus-Ding war für mich ersatz nicht besser. Na, so ein Fokus-Teil habe ich auch. Boah, 52.000 XP! War nicht draußen so ein Ding zum Verkaufen? Ja. Ich muss mir mal Schwerter so Sachen hinsetzen. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ja, danach ist unser Weg, führt uns danach nach Narusha da. Der Schlüssel heißt doch Schrank, oder? Ja. Perfekt. Leben Sie wohl. Kann ich erst eine Stufe 48? Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl! Ah ja, eine Bank gefunden, wie cool. Okay, wir müssen jetzt dann in unser Raumschiff wieder. Ja, ich musste aber noch ein paar Sachen ablösen. Also ich nehme die Schnellreise zum weiten Raum dort rüber. Also die runde Flotte. Das war Licken Raumdock. Awaken Raumdock oder wie das heißt? Von dort aus können wir in unser Raumschiff gehen. Auch hier unten beim Verkaufen. Nein, ich brauche keine medizinische Hilfe. Also Schnellreise in das. Ganz rechts wieder. Mitte. Also rechts, das Raumschiff in der Mitte. Mhm. Ja, bei mir steht fähige Zombie, guck mal. Und hat das Dron-Outfit. Voll im Gesicht, der volle Zombie. Mhm. Ja, da steht ja die, wo Farbe im Gesicht. Okay, hier ist einmal der Hangar vom Zistkrieger. Herr Imperator, der Rest weiterlaufen. Ich bin doch Marodeur. Ja, Überklasse ist Krieger. Das ist dein Hangar. Unserer ist genau gegenüber. Uiuiui. Also den Turbolift benutzen zum Hangar des Sith-Inquisitors und dann dort ein neues Raumschiff. Kann gut sein, dass irgendwie Klassen- oder Begleiterquests machbar wären. Ja, ich krieg Quests angezeigt. Annehmen oder weglassen? Ich denke mal, wenn sich jeder kurz seine Quest da widmet, dann sind wir alle gesamt ruhig und können die alle genießen. Ihr wolltet mich sprechen? Ja, mein Sith Lord. Ich wollte euch über den aktuellen Zustand eures Schiffes informieren. Es hat sehr gut auf meine Verbesserungen angesprochen. Ich freue mich, berichten zu können, dass wir maximale Leistung erreicht haben. Mit weniger würde ich mich nicht zufrieden geben. Irgendwie leuchtet dieses natürlich runde Ding in der Mitte jedes Mal blau, dass man es anklicken kann, aber ich kann nichts damit tun. Eure Angespanntheit färbt schon auf mich ab. Ihr müsst lockerer werden. Ich verstehe.
Nein, eigentlich verstehe ich nicht, mein Sith Lord. Ist das ein Befehl oder ein Test meiner Professionalität? Ihr seid ein hoffnungsloser Fall. Vergesst es. Tut mir leid, wenn ich euch... Weiß nicht, wie lange ich dieses Raumschiff verzappe, mich immer noch nicht auskenne und nichts finde. Nee. Ich hab das jetzt aber... Ich hab mit dem Typ gesprochen, jetzt hat er wieder das Symbol. Welchem Typ hast du gesprochen? Darf ich frei sprechen, mein Sith Lord? Ich hab ja auch andere wie ihr begleitet. Ihr dürft... Muss ich mit meinem Begleiter reden? Wo ist er denn? Das werde ich mir merken. Es gab einen Grund, warum ich auf Balmorra dahinsiechte, bevor ihr gekommen seid. Vor 10 Jahren diente ich unter Moff Broisk in der Schlacht von Drakenwell. Nein. Okay. Moff Broisk hat etwas Entscheidendes übersehen und brachte so die Flotte an den Rand der Vernichtung. Ich missachtete seinen Befehl und konnte das Blatt für uns wenden. Ist das eine Angewohnheit von euch, die Befehlskette zu missachten? Nicht im geringsten, mein Sith Lord. Irgendwie habe ich nicht ganz durchgeblickt, was ich auf diesem Schiff jetzt tun soll. Er war blind und die Konsequenzen wären untragbar gewesen, wenn ich nichts unternommen hätte. Broisk strich das Lob für den Sieg ein, was mich nicht weiter störte. Aber dann stellte er mich vor ein Kriegsgericht. Darth Barras schickte mich nach Balmorra. Ansonsten wäre meine Karriere ganz vorbei gewesen. Seitdem hat Moff Broisk jede Beförderung und Versetzung verhindert, für die ich in Betracht kam. Sich Autoritäten zu widersetzen, ist der schnellste Weg zur Stagnation. Vergesst das nicht. Ich habe euren Rat zur Kenntnis genommen. Aber von diesen Missionen hier, Raumkampf 1, 2, 3, 4, 5, 6, nichts annehmen, oder? Ich werde zu meinen Pflichten zurückkehren. Also damit kannst du Raumschiffkämpfe machen? Na, schaut da, na, schaut da. Da! Warum muss ich eigentlich mein eigenes Raumschiff bezahlen, damit es mich dahin fliegt? Bist du auf Nar Shaddaa gelandet, dem erbärmlichsten Ort der Galaxis. Ein Ort ganz nach eurem Geschmack, Barras. In meiner Jugend vielleicht. Nar Shaddaa ist eine Hochburg der Leichtsinnigkeit und Ablenkung. Glücksspiel, Spice, Schwarzhandel und Bandenkriege. Aber du bist hier, um meinen Spion Agent Delocon auszuschalten. Eigentlich eine einfache Aufgabe. Aber Delocon hat jetzt einen mächtigen Verbündeten. Warum soll ich einen eurer Leute töten? Delocon war mein Spion auf Nar Shaddaa. Aber Nomen Kaas Padawan hat die Aufmerksamkeit der Republik auf ihn gelenkt. Er ist klug und weiß, dass ich ihn töten lassen will. Also hat er bei einem meiner Rivalen Lord Ratari um Asyl gebeten. Ein Sith-Emporkömmling, der mich offen angreift. Ratari bevorzugt ein direkteres Vorgehen. Der Rat der Sith hat ihm die Verantwortung der Sith-Belange auf Nar Shaddaa übertragen. Dieser Ratari und ich scheinen einiges gemeinsam zu haben. Wenn er mich weiter so provoziert, wird er schon bald tot sein. Ich glaube, das willst du nicht mit ihm gemein haben. Agent Delocon kennt viele Details meiner Organisation. Eine solche Informationsquelle kann ich nicht in Rataris Händen dulden. Brenne Ratari nieder, zerstöre alles, was er sich erarbeitet hat, und töte Agent Delocon. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Halidrell Setzen leitet meinen Sklavenhandel auf Nar Shaddaa und leistet schon seit Jahren ausgezeichnete Arbeit für mich. Sie erwartet dich und wird dir über Rataris Vorhaben und Interessen berichten. Das ist alles. Also ich hatte ja 3 Berufe erlernt gehabt, als ich Abo war. Mhm. Muss jetzt einen auswählen, den ich verliere oder so, oder wegmache. Ja. Ach, okay, Abo mehr. Erstmal nicht.
Oh. Feche, was hast du mir da jetzt gehabt? Das sind Verbesserungen für in deine Lichtschwerter. Ich habe noch ein paar bei mir auf der Bank rumliegen. Ah, das ist immer doppelt. Ja, für beide Lichtschwerter. Wo genau seid ihr jetzt? Die Landehalle raus und dort. Hast du mir 6 Teile gegeben oder waren es mehr? Ich glaube 8. Wow, dann weiß ich nicht mehr, was es alles war. Also es war 2 Hefte, 2 Modifikationen, 2 Verbesserungen und 2 Armierungen. Aber ich sehe gerade, dass die Armierungen für die Schwerter nicht nötig waren. Aber ich habe einfach von allem 2 Stück eingepackt. Ich habe jetzt 3 Sachen im Schwert. Genau. Ich hätte noch Tuning. Nee, Tuning habe ich nicht. Aber damit müssen sich deine Schwerter signifikant verbessert haben. Ah, ja. Also du hast, ich sehe ja, du hast ja schon in dem einen Schwert Modifikationen und Verbesserungen drin. Und zum Beispiel mit Zinsfertigung oder auch mit deinem Beruf Cybertech kannst du ja die für die verschiedenen Level herstellen. Wie die, was du dir bei den Händlern gekauft hast, kann man die mit den Berufen ja auch herstellen. Und zwar immer bessere und für jedes Level bessere. Und das lohnt sich. Also jetzt hast du für ein paar Level eigentlich ganz gute, aber wenn du merkst, dass die ersten Schwerter wieder an deine Schwerter rankommen, gehst du ansonsten auf die Flotte und tust dir dort die grünen Sachen holen, weil auch die gleich wieder viel besser sind. Das ist ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel diese orangene Rüstung anziehst, da passt, hast du ja auch 3 bis 4 Slots pro Ausrüstung. Wo du dann mit diesen Sachen verbessern kannst. So, ich gehe mal davon aus, wieder nur unsere... Nee, alles, wir machen hier alles. Dann fängt es hier an. Meine Damen und Herren, sind Sie bereit, weiterzumachen? Hä? Bin ich jetzt gar nicht mehr... Ja, weil du vor... Seid ihr jetzt drin oder nicht? Nee. Fähig ist noch... Aber ich bin nicht mehr bei euch mit drin. Lauf nochmal raus und wieder in den Kreis rein. Ah. Wieder da. Bibi. Aus meinen Augen. Vergebt mir die etwas ungewöhnliche Vorstellung. Maro Wiesen, Leiterin für Sondereinsätze des Imperialen Diplomatischen Dienstes. Ich brauche Unterstützung bei der Lösung eines Problems für das Imperium. Eine einfache Aufgabe für eine so erfahrene Gruppe, aber ich möchte, dass die Bewohner dieses Mondes eure Macht erkennen. Seid vorsichtig mit der Macht, die ihr zu entfesseln sucht. Natürlich, ich wollte euch nicht beleidigen. Es ist meine Aufgabe, Verbündete auf Nashadar zu gewinnen. Huttenclans, Unternehmen, Verbrecher. Doch ein Mann widersetzt sich uns hartnäckig.
Okabi ist der hiesige Anführer der Exchange, einer kriminellen Organisation, die in der ganzen Galaxis operiert und auf Hightech-Verbrechen spezialisiert ist. Okabi und die Exchange weigern sich, uns beizutreten. Ich wüsste nicht, was das mit mir zu tun hat. Die Exchange gibt mehr Geld für Spione, Hacker und Wissenschaftler aus als die meisten Regierungen. Wenn sie jemanden nicht kaufen können, wird er entführt. Wir hätten sie als gute Verbündete gebrauchen können, aber Okabi setzt meine Boten unter Drogen und foltert sie. Wir müssen ein Exempel an ihm statuieren. Ich hoffe doch schwer, das ergibt noch einen Sinn. Ich will, dass seine Armee dezimiert, seine Waffenverstecke geplündert, seine chemischen Raffinerien zerstört werden. Ich will eine so überwältigende Machtdemonstration, dass niemand auf Nashadar sich je wieder dem Imperium widersetzt, wenn ihr uns den Gefallen tut. Vielleicht nützt mir das sogar. Die Exchange wird brennen. Die Exchange hat ihre Operationsbasis im korellianischen Sektor der Stadt. Euer Pfad der Zerstörung beginnt dort. Wenn ihr mit der Zerstörung ihrer Einrichtungen fertig seid, findet ihr mich in meinem Kommandoposten. Ich werde das Chaos von meinen Räumlichkeiten aus beobachten. Immer dürfen andere die Drecksaube. Natürlich. Und wir sind immer die anderen. Und wer haben wir hier? Hier haben wir noch eine Heldenmission dann. Ich will kein Hologramm sein. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Ich muss einen entflohenen Sträfling einfangen. Schneebrille. Ich habe einen Gefangenentransport überwacht. Da war ein Uikoi-Pirat namens Womba. Ein paar Kopfgeldjäger haben ihn gefangen und wollten die Belohnung kassieren. Wombas Kumpels haben davon Wind bekommen. Sie haben unsere Sicherheitsdroiden ausgeschaltet, den ganzen Raumhafen in ein Schlachtfeld verwandelt und sind mit Womba abgehauen. Wir dürfen es wieder gerade biegen. Wie sieht der Plan aus? Dank der ausgeschalteten Droiden und seiner Komplizen kann er sich im Terminal frei bewegen, aber wir haben ihn jetzt in der Falle. Unseren Unterhändler haben sie ermordet. Sowas darf nicht noch einmal passieren. Jemand muss da jetzt reingehen und ein Exempel statuieren. Es wird keine Überlebenden geben. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Wombas Bande hat überall im Terminal Kontrollstationen gehackt. Wenn ihr die zurücksetzt, werden die Droiden sich wieder einschalten und ihre Aufgaben erledigen. Und dann müssen wir nur noch aufräumen. Lasst es krachen. Ich hab da so Wombat in der Community. Ob wer der wohl dahinter steckt? Aua, da schießt was auf mich. Das ist jetzt wieder in ihm, alles Gebiet. Well, das ist jetzt eine Heldenmission. Müssen wir alles abschlachten für eine Mission, oder? Wir haben eine Bonusmission, wo wir 45 davon töten müssen. Das heißt ja. Wie Reva Kreuz schießt. Wir sind ja jetzt schon wieder auf Max-Level vom Planeten runtergesetzt, nämlich 26. Wow. Wir müssen 4 Sicherheitskonsolen im Gesamten ausschalten. 2 sind im unteren Geschoss, 2 im oberen.
Level up! Beta. Cool. Ich war gesehen, dass ich auf Level 48 noch ein paar Sachen anziehe. Ich auch. Mein Gott, sind die im Level hoch. Und da ist eigentlich nur Beton. Ja, das Supporter als Tank. Immer vorne dabei kriegt man die ganze XP. Naja. Nimiklik ist schon als Tank. Ich war ja ganze Zeit lang mit ihm gleich auf. Weil er hat jetzt 2-3 Level gemacht. Wo mein Abo raus ist. Komm ich nicht mehr hinterher. Ah, hast du noch Abo? Ich hab noch Abo, ja.